Ey, komm. Ey, so eine Uhr hatte ich auch mal. Naja, egal. Welcome back to the Speedloop Special Power Breakdance Channel von Heiko Kalbach. Ich bin heute hier mit Timo bei Björn zu Besuch, immer Krankenbesuch. Ich habe ihm auch eine kleine Überraschung mitgebracht, was zu knabbern. Willst du dir nicht erstmal sagen, was mit Björn passiert ist? Weil Nein. Wir haben ja eigentlich ein gutes Video gemacht. Jetzt könnte man ja denken, dass das vom Video kommt, aber... Nee, der ist aus dem 11. Stock gesprungen, weil er die Schnauze voll hatte. Der hat sich beim Rumtollen mit seinem Hund, hat er sich hinten zwei Sehnen vom Beinbeuger abgerissen, also komplett den Beinbeuger abgerissen, weil er wieder neue Experimente ausprobiert hat für folgende Videos. Hat nicht geklappt, glaube ich, offensichtlich. Wie gesagt, das Ding ist jetzt operiert worden letzten Freitag. Und da er ein guter Freund von mir ist und natürlich mir auch bei den Videos immer weiterhilft, selbstverständlich, dass man mal nach rechts guckt ab und zu. Und deswegen besuchen wir ihn heute und machen gleich euer Q&A dabei. Gefrühstückt habe ich natürlich auch noch nicht. Was mache ich bei Björn jetzt? Der wird ja ein bisschen, ich glaube, der ist bei GN unter Vertrag. Ich glaube, der wird ein bisschen Eiweiß da haben. Da habe ich mir hier schnell so ein paar Reisflocken zart schmelzend geholt. Die braucht man nicht in die Mikrowelle, die rührst du einfach an und hast du dann so eine schöne Whey-Protein-Creme praktisch. Timo, darf ich die Sonnenbrille anlassen? Ich habe gestern nämlich was ganz Verrücktes gemacht. Was hast du gemacht? Gestern Nacht ist der Kalle auf die glorreiche Idee gekommen, wegen Corona, weil die Gyms zu sind und ich noch keine Möglichkeit habe, was zu machen, dachte ich, läufst du einfach mal los, so ein bisschen bewegen halt. Da bin ich nachts um 11 losgelaufen und war früh um 1 wieder zurück. Voller Schmerzen. Ich habe so voll Schmerztabletten geballert jetzt, damit ich überhaupt laufen kann. Meine Fußgelenke, ich dachte mir, fällt alles ab, Alter. Ich bin 8 Kilometer gelaufen mitten in der Nacht in den Nachbarort und wieder zurück hier. Und zu Hause dachte ich mir, Digga, du hast so ein Ding an der Pfanne, Alter. Also unglaublich, auf was für Ideen man so im Alter kommt. Meinst du, das ist Midlife-Crisis oder so ein Scheiß? Weiß es nicht, vielleicht. Ich wollte einfach nur ein bisschen Sport machen und ich, Idiot, habe mir nicht mal Geld für Taxi eingesteckt. Nett, dass ich habe das ja auf Story dann mal so ein bisschen gebracht. Da kam ein Mensch, Junge, du musst doch aufpassen bei dem ganzen Grobzeug, was so rumrennt. Ey Leute, ihr könnt ganz sicher sein, wenn ich nachts auf der Landstraße gehe, dann habe ich mit Sicherheit so eine ganz leichte Hardware dabei. Also jetzt keine Kavallerie, aber so ein bisschen Schweizer Taschenmesser. Oh, Apollo. Nochmal. Apollo. Björn. Hey, nimm den. Ja, Mann. Einmal. Für die Wundergenesung. Zweimal. Hast du einen W-Isolator oder sowas? Oder ein W irgendwas? Sag jetzt nicht nein. Woher sollte ich sowas haben? Ich hab oben schon gesagt. Ich glaube, du bist auch ein GN. Ach so, ja, dann. Hier ist Apollo, wir machen jetzt zusammen unser Essen. Eine kleine Schüssel. Ich will mal nicht, dass Björn das nicht will, dass ihr das seht hier. Die sind zwar teurer, aber es lohnt sich, diesen paar Cent mehr auszugeben. Einfach aus dem Grund, weil die anderen Reisflocken. Die. Nein. Digga, da kommt so ungefähr die halbe Packung rein und das war's. Kennst du nicht das legendäre Video? 500 Gramm Haferflocken? Doch, das kenne ich ja. Aber Reisflocken, damit habe ich noch gar keine Erfahrung, ohne Scheiß. Ich weiß nur, dass die normalen Reisflocken, die knacken so, die musst du vorher in die Mikrowelle machen. Die sind auch sofort fertig, die musst du nicht schmelzen. Und die sind gleich fertig, da, wie gesagt, da hat man gleich so eine schöne Creme. Also die paar Cent mehr bezahlen, lohnt sich definitiv, und sonst habt ihr keine Freude an dem Scheiß. Ach, haben wir gebunkert. Ah, ein kleiner Vorrat für den Winter, naja. Und? Ist die angenommen? Ja. Genau dasselbe war ich auch. Wir wollen jetzt keine Werbung für unseren Sponsor machen. Aber mit dem Code Björbik10 könnt ihr ja. Oh, Alter, du hast ja alles. Also, kann das sein, dass du Tobias Hane-Fan bist? Auf jeden Fall nicht. Ja, da, weil der haut sich auch alles rein, was es gibt. Aber im Gegensatz zu dir frisst Tobi das auch. Du hättest das mal, dann wäre auch mal was aus dir geworden wahrscheinlich. Das hat er nicht gesagt. Also nicht nur bestellt, man muss das auch einnehmen dann. Ja, aber es steht nicht drauf auf den Dosen, ich weiß. Ich hab, das ist mir auch schon aufgefallen. Kühl und trocken lagern. Ja, genau, das steht doch da. Das steht da, kühl und trocken lagern mit Ausrufezeichen. Ja. Und bei dem anderen ist nur ein eigentlich Freund. Alles richtig gemacht, mein Fehler, sorry. Ja. Alter, völlig umzingelt. Das ist so schön, nee, und normalerweise gibt es jetzt für mich noch, bei mir zu Hause mache ich mir dann noch 6 oder 7 Eier, wo ich 4 Eigelbs weghaue. Also, beziehungsweise, wenn ich 6 esse, 3.
dass ich nur 3 Eigelbs habe, weil es mir einfach... Eigelbs? Eigelbs, ja. Das ist dann mein Frühstück momentan zur Zeit. So ist der Kalle. So ist der Kalle. Wenn du die Bude wischst, ne? Machst du da einfach nur so einen Gartenschlauch ran und dann mit so einem kleinen... Nee, ich habe für Apollo für den Sommer draußen so einen kleinen Mini-Pool. Und damit ich den Gartenschlauch, damit ich nicht immer von der Waschmaschine den Scheiß abschub, habe ich mir das den Adapter gekauft. Ist auch ein kürzerer Weg zur Terrasse, dann kann ich damit immer den Pool befüllen. Das ist schon... Ja, da habe ich mir so richtig gut. Da hast du mich gerade richtig hochgenommen. Ich wollte einen Witz machen und du hast ihn einfach hochgenommen. Nicht schlecht. Du jetzt ehrlich, so lange wie der jetzt quatscht, hätte man das Wasser auch warm machen können in der Zwischenzeit. Ich hasse das. Ah, ist doch das Geilste überhaupt. Ist mein Standard das mit roten Früchten und die Rührei, du sagst, ist mein Standardfrühstück. Immer. Ja, aber die Schmecker sind verschieden. Ich mag es nicht warm. Ja. Also die Eier müssen warm werden. Aber selbst sie müssen nicht warm werden. Ist mir eigentlich scheißegal. Ich bin kein Gourmet, ich bin ein Esser nach wie vor. Ready? Ja. Ready? Mhm. Hallo. Ready? Ja. Okay. Und Kalle Butz sowieso. Wir starten jetzt das Q&A. Ich weiß, ihr brennt da drauf, weil ihr noch keins von mir gesehen habt und von dem Björwig. Björwig, wie gesagt, gehandicapt heute. Vielleicht doppelt. Ich auf Schmerzmittel, deswegen lasse ich diese scheiß Sonnenbrille auf. Ich sehe so katastrophal aus. Ich kann. Nee, also gut. Björwig, aber da ich ja mit Sonnenbrille nicht lesen kann, mache ich heute mal den Erzählonkel hier ohne Handy. Oha, ja. Der wird zu sehen. Ja, bist du aufnahmefähig. Na dann, let's go. Ja. Nach der Injektion leicht geschwollen, abklingen lassen oder kann man was dagegen tun? Ja, abklingen lassen, wie gesagt. Also ich würde leicht geschwollen ist denn entweder, wenn es sehr klein geschwollen ist, nicht verteilt, also dass die Trägersubstanz sich nicht verteilt hat, würde ich jetzt mal vermuten, wenn es über einen längeren Zeitraum, sprich den Tag danach, geschwollen ist, leicht gerötet und eventuell Temperatur aufzeigt, kühlen, dann kriegt man es immer noch vorm Abszess hin, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn man es laufen lässt, entwickelt sich bei den meisten Leuten ein Abszess, so die ich betreut habe. Aber ansonsten, wenn es nur leicht gerötet ist und leicht geschwollen ist, kühlen und dann sollte das erledigt sein damit. Ja, also ich würde auch noch dazu ergänzen. Man sieht dich gar nicht. Der ist der Hund übrigens. Heiko, hol mal Apollo zu dir rüber. Alle denken jetzt, der Hund spricht. Ach so. Als wenn ich irgendeinen Scheiß wüsste. Apollo? Also wie gesagt, wenn man das beobachtet, dass man nach dem zweiten Tag oder so, dass es echt keine Besserung eintritt, auch wenn ich kein Fan davon bin, dann würde ich aber trotzdem irgendwie entzündungshemmende Schmerzmittel dazu nehmen, einfach nur um die in den Griff zu bekommen, damit der Körper einfach Unterstützung bekommt beim Abbau dieser Entzündung. Auch wenn ich das sonst nicht gleich bei jeder, wenn es nicht meine erste Wahl wäre mit Schmerzmittel, aber in dem Fall würde ich es tun, immer noch besser als ein Abszess, der rausgelöffelt werden muss dann. Ja, und ein Abszess, müsst ihr euch so vorstellen, ist immer eine unschöne Sache, weil der muss ausgeschält werden, das heißt, die Wunde wird geöffnet. Bei Privatpatienten, die das bezahlen können, wird es arthroskopiert, aber bei Kassenpatienten wird es geöffnet, dann wird die Scheiße rausgeholt, dann wird es ausgeschält und dann muss die Wunde von innen nach außen verheilen, also die wird nicht verschlossen. Also ihr habt dann jeden Tag einen neuen Verband und müsst Wickeln machen. Also den Stress kann man sich ersparen. Also sobald ihr Anzeichen habt, Kühlakkus draufballern und so, was Björn gesagt hat, dann auch so machen. Ne? Ja. So, weiter. Aus gegebenem Anlass jetzt hier passt. Heiko, warum machst du nicht mal abzocken auf PS4? Unser Gesprächsthema der letzten Tage. Wir sind gerade dabei, uns kompatibel zu machen miteinander. Weil Björn hat ja jetzt viel Zeit und ich zocke ja abends auch gerne mal oder nachts zocke ich ja auch gerne mal. Und wir versuchen gerade alles zu installieren. Björn hat sich jetzt sogar die PS4 hier angeschlossen und das Spiel runtergeladen. Verrat mal, was wir spielen. Call of Duty, ne? Modern Warfare, genau. Aber wir verraten unsere Namen nicht dazu, sonst. Aber ich muss ehrlich gestehen, bei mir war ja die das legen wir ständig um. Die jagen uns dann und legen uns um. Ja, ich bin richtig schlecht in so Dingen, muss ich sagen. So. Aber mal gucken, kann man als Idee ja mal auffassen? Vielleicht machen wir ja mal so einen Scheiß. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, noch. Also ab der nächste Woche kommt ja mein anderes Spiel da raus, dieses Viking-Spiel da. Mir doch gar nicht aufgefallen, dass du so auf Wikinger stehst, Alter. Meinst du Valhalla? Ja, aber das Valhalla, genau, das Assassin's Creed. Ja, kannst du mal bitte deinen Schwanz aus meiner Fresse nehmen, Alter?
Das ist ja eigentlich. Apollo! So, komm, mach mal hier. Du musst ja nicht den Showmaster machen, Digga. Ich, ist mein Video. Wie bist du damals ans Stoff gekommen? Und in welchem Alter hast du das erste Mal Ja, das ist ja eine sehr geistreiche Frage. Ich werde euch jetzt Name, Adresse von meinem ersten Dealer verraten, damit direkt die Bullen klingeln gehen, obwohl es ist ja verjährt, das ist ja schon. Ist es, aber ihr kannst ja vielleicht allgemein halten, ob es mal ein Trainer oder ein geheimer Dealer in der Ecke ist. Nee, ich habe da, weil viele fragen mich ja auch von meinen Athleten, wo bekomme ich das her? Also da bin ich aus der Nummer raus. Und ich würde einfach, wenn man das unbedingt machen will, weil ich halte ja niemand dazu an, aber wenn man es machen will, dann würde ich mich im Sportstudio mal umgucken, bei jedem, der aussieht so ein bisschen wie ein Sportler und nicht wie ein Turnbeutel. Und den würde ich dann vielleicht mal im Vertrauen fragen. Aber meistens ist es auch so, dass da so bescheuerte Fragen gestellt werden, weil das riecht dann schon immer nach Bulle. Und es ist schwer zu beantworten. Also deswegen, vergesst die Frage. Okay, lass mal auf die Frage. Was denkst du in Deutschland, was denkst du ist in Deutschland beliebter? Bodybuilding oder Powerlifting? Bodybuilding, obwohl Powerlifting eine sehr, sehr große Fanbase hat, das weiß ich. Vor allem treu, also eine sehr geschlossene, ne? Ja, und naja, weil... Also dieses ganze Strongman... Weil guck mal, weil die Leute müssen ja alle Leistung abliefern. Ja. Jeder, der den Sport macht, bei den Powerliftern oder Strongman, die müssen ja alle abliefern. Da geht's und bei den Bodybuildern in der Fitness, da schimpfen sich auch die Freizeitsportler oder die Zugucker als Bodybuilder, bezeichnen sie als Bodybuilder. Ne? Aber vom Massenspektrum her ist Bodybuilding da immer noch beliebter, weil es halt meiner Meinung nach auch nicht so anstrengend ist wie teilweise. Nicht? Richtiges Bodybuilding ist schon hardcore anstrengend, aber für den Laien, für den Anfänger ist es einfacher, nicht diesen Leistungsdruck zu haben wie ein Powerlifter. Das wollte ich damit sagen. Der erste Teil der Antwort war bescheuert. So. Den zweiten Teil schneiden wir raus. Ja. Essen tracken, ja oder nein? Das kommt darauf an, ne? Also wenn ihr in Vorbereitung seid, dann, naja, tracken. Ich habe es früher nie getrackt. Ich habe es eher gecheckt. Naja. Hab ich alles, ich würde es auf Season würde ich es nicht machen. Das ist alles Blödsinn, weil, wie gesagt, ihr werdet sehen, ob ihr das nur trackt oder jeden Tag denselben Scheiß frisst ohne und eine leichte Veränderung drin habt. Ihr werdet da keinen Unterschied sehen. Es wird auch keinen Unterschied geben für euch. Ne? Das ist für die ganzen Theorie-Bodybuilder und für Hochleistungssportler. Also wo wirklich dann kurz vorm Wettkampf Buch geführt werden muss, auch für die Folgesaison, was man gemacht hat, um das festzuhalten halt. Deswegen trackt man das Essen als Leistungssportler. Und um zu gucken, was funktioniert hat im letzten Jahr oder nicht, oder was funktioniert. Aber der normale Sportler mit dem Tracken, das ist totaler Schwachsinn. Das ist, also ich finde es so, ne? Ich kenne die Nährwerte, beziehungsweise ich weiß, was in den meisten Lebensmitteln für Eiweiß drin ist, für Kohlenhydrate. Die Fette schaue ich dann meistens nach. Und wenn es mir zu fett ist, nehme ich es raus. Wenn es mir nicht zu fett ist, lasse ich es drin. Und wichtig ist für mich im Endeffekt nur, wie viel Protein drin ist. Und dass wenig Fett drin ist. Und danach kaufe ich mir Lebensmittel und dann weiß ich, okay, ich brauche so und so viel Gramm Protein am Tag. Das rechne ich mir dann auf die Lebensmittel aus, weil steht da drauf. Ungefähr, ich gehe da auch nicht auf die Kommastelle. Ne? Also wenn da meinetwegen 21,7 steht, dann rechne ich mir 20 Gramm. Also und am Ende des Tages wollt ihr große Muskeln haben. Ansonsten könnt ihr die auch noch tracken. Also das ist meine Antwort dazu. Deine? Ja, ich finde das Tracken ist schwierig geil. Man kann natürlich so, wenn wir jetzt die Leute, die immer sich monoton ernähren und irgendwie stagnieren oder sonstiges, dann können die das ja gerne für sich. Ich glaube, für das die das finden, einfach anhalten, wenn sie jetzt nicht gerade einen Personal Trainer oder so haben, kann man es natürlich mit diesen ganzen tollen Apps, die es gibt und sowas und die Zeit und Lust hat, das zu programmieren. Für manche so, manche Menschen wollen ja immer dieses Spielerische und diese App-Sachen sind ja auch, ich sag mal, ich vergleiche das ein bisschen spielerisch. Ja. Wenn ist diese Menschen motiviert, dann ist das gut, wenn sie dadurch, dass ihren Sachen besser einhalten oder sonstiges. Dann hat das dann da, ich für mich sehe da jetzt nicht den Sinn drum. Vielleicht hat man sicherlich jeder, man sagt, okay, was haue ich denn jetzt so mal in mich rein? Was ist das denn so an Mengenangabe? Dass man ungefähr mal einen Richtwert hat so, aber dass ich das jetzt regelmäßig für mich machen würde nicht. Letztendlich, wie du sagst, wenn ich jetzt auch mit Klienten zusammenarbeite, fang an, sag mir, wie du nährst. Ich ergänze es erstmal durch sinnvolle Sachen und dann gucken wir, in welche Richtung sich der Körper entwickelt und dementsprechend gehe ich höher oder niedriger und dann passt das an. Also. Ja, und es sieht halt professioneller aus, wenn man auf einer App oder auf dem Ausdruck halt mit Diagramme und den ganzen Scheiß sieht.
und sieht besser aus, als wenn ihr einem Coach schon eine abgerissene Zettelecke gibt, wo handgeschrieben oben steht, was machen soll. Aber wie gesagt, im Endeffekt vom Tracken bekommt ihr keinen besseren Körper. Ich kriege auch dieses gerade bei jüngeren Menschen immer diesen Abtausch, ja, ich habe einen neuen Plan von meinem Coach und so. Ich muss jetzt die und die Anzahl, 6743 Kalorien. Ja. Ach so. Oder fehlen, ich habe heute 33 weniger gegessen. Ja, so, das ist so, oder zu viel. Oh, ja, ich muss noch mal was machen, weil ich habe heute 50 Kalorien mehr gegessen wie sonst. Ich muss heute mir ein Wolfrennen gehen und so. Ja, wie gesagt, das könnt ihr alle machen. Wenn ihr euch besser damit fühlt, macht's doch einfach. Ne? Ist ja jetzt nicht, dass wir euch das ausreden wollen. Aber ihr fragt uns nach unserer Meinung. Björn hat diese Meinung dazu, ich habe diese Meinung dazu. Und damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Ne? Würdet ihr Fat Grips zum Wachstum der Ober- und Unterarme empfehlen? Ich würde Fat Grips gar nicht mal nur auf die Unterarme beziehen. Auch wenn es halt ist. Ja, bei dir ist... Ich sag's euch ganz ehrlich, ich stehe nicht drauf. Hab probiert? Ja, wenn ich eine dickere Stange in der Hand habe, gefällt es mir nicht. Mhm. Ne? Also am wohlsten fühle ich mich wirklich mit den Oldschool, mit den dünnen Eisenstangen. Du bist einer, der sagt, das kommt auf die Technik an, ne? Das muss jeder für sich rausfinden. Manche haben mehr Bock, aber umso weiter die Hand offen ist, umso weniger Kraft habe ich natürlich im Unterarm. Das ist ein Gespräch. Um mich jetzt mal wieder selber zu hauen, ich habe so ein Ding auch. Also wenn ich eine schmalere Stange habe, ich kann mich da richtig reinkrallen, so eine Metallstange. Und wenn ich umso weiter die aufgeht, umso lockerer wird mein Griff im Endeffekt. Gut, man kann dann Zughilfen benutzen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, mit Fat Grips Zughilfen zu benutzen, weil das funktioniert ja eh nicht mit der Wickelei. Also wie gesagt, ich persönlich stehe nicht drauf. Björn findet es vielleicht gut oder andere Leute finden es gut. Es wird ja auch, ja, dann kommen sie ja, Phil Heath hat das gemacht, vielleicht hat er es auch nur gemacht, damit die Dinger verkauft werden, weißt du? Da sucht man sich dann den dicksten Brocken raus und so läuft ja nun mal das Business. Aber ich persönlich glaube nicht, dass Profis damit arbeiten, weil wenn man sich mal auf Instagram die ganzen Sachen anguckt, die Trainingsvideos oder Trainingsshots, da sieht man kaum jemanden mit den Dingern trainieren. Vielleicht auch mal. Ja, aber es ist ein Verkaufsschlag. Weil du natürlich damit jetzt auch nicht die großen Gewichte machst, was vielleicht auch nicht videowirksam ist. Ich weiß nicht, ob das nicht doch mit einem Mal um Reize zu setzen. Aber ich glaube auch nicht, dass die Masse das nutzen wird. Man kann das mal ausprobieren. Guck mal, schon alleine am Latzug. Wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Metallstange, so eine schmale, dann kann ich richtig reinkrallen. Gehen die Hände auf, kann ich gar nicht mehr diese Kraft auf den Latt bringen. Also umsetzen, diese Zugkraft kann ich auf diesen Latt gar nicht mehr umsetzen. Deswegen, und Zughilfen kannst du ja da auch nicht rumwickeln, weil das funktioniert ja nicht. Das ist einfach so ein Fitness, für mich ist es so ein Fitness-Verkaufsschlager-Ding. Hat ihr noch erfunden, so eine Rolle aufgeschnitten wie die Nackenrolle, hat er sich überlegt, das geht auch für die Hände bestimmt. Irgendeine Ideen sind da entstanden. Also, next, please. Okay, war letztes Mal, wo habe ich Apollo gesagt, dass er eine Tür rennt und der hat so schön gelegen. Wow. Und da hat er ihm das Knie rumgerissen. Da ist er bald aus dem Balkon gesprungen von der Couch. Das ist unberechenbar. Also mit er da ist auf die Schiene auch fast immer um uns. Hallo Heiko. Was fällt unter Anti-Aging? Lustige Schreibweise. Alles unter einem Gramm. Und was sagst du dazu? Ich wollte eine Antwort haben, habe ich dir gegeben gerade. Es war eine Antwort. Wir bewerten sie jetzt mal nicht. Nicht jetzt. Welche Übung kann ich machen, um schneller... Also war das das Ende der Antwort? War es. Ja, gut. Welche Übung kann ich machen, um schneller, stärker zu werden in der Flachbank? Schrägbank. In der Flachbank. Schweres Frontrücken und schwere Dips mit Zusatzgewicht. Das habe ich damals gemacht. Also damit ist meine Leistung im Bankdrücken definitiv enorm gestiegen, weil ich den Schulter- und Trizepsapparat natürlich gleich sehr schwer mit bombardiert habe. Das sind ja die Hauptmuskeln eigentlich mit, die beim Bankdrücken, so wie die meisten das kennen, benutzt werden. Richtige Bodybuilder, die drücken dann mit der Brust explizit und bewegen nicht nur das Gewicht vom Körper weg. Und da ist dann schon wieder ein Unterschied. Aber um stärker zu werden, wie gesagt, also mein schweres Kurzhantel drücken, schweres Langhantel drücken, also Frontdrücken
schweres Dips mit Zusatzgewicht habe ich damals gemacht als junger Bengel mit 120 Kilo am Bauch. Wir sehen noch so mit 19, wo ich so eine 210 gedrückt habe in der Bank. Und das hat, wie gesagt, das hat mich unterstützt, definitiv, ist meine Meinung dazu. Gibt sicherlich noch ganz viele andere Meinungen, aber das ist das, was ich gemacht habe. Ja, grundsätzlich das so. Also wie gesagt, die kurze, vielleicht hin und wieder mal eine Übung mit einbauen, die die Apparatur, die Tiefmuskulatur auch mit unterstützt, weil letztendlich so die oberflächliche Muskulatur groß und rund zu machen, ist ja das einfachste in Anführungsstrichen von allem, aber dass es auch eben stabil bleibt, um dann auch die schweren Gewichte zu bewältigen. Hast du auch eine Apparatur an den tiefen Muskeln? Ich habe damit jetzt erstmal angefangen, ich mache erstmal nur das. Kannst du ablesen? Ist das so eine analoge Uhr oder ist das digital? Das ist monolog. Achso. Also wie immer. Ja. Nee, ja, was man noch machen kann, wie nennt man diese Terra-Bänder, diese langen, heißt die auch Terra-Bänder? Die TRX. Du bist auch TX, oder? Willst du ja an die Tür hängen, oder was? Das sind Terraband. Nein, diese, was du auch über die Beinpresse, wo diese Widerstandsbänder, ja, groß, ja, weißt, ja, du, wenn du da ein schweres nimmst und dir zum Beispiel eine Langhantel noch außen zusätzlich mit ranbaumelst und da eine Kurzhantel mit reintüdelst, sodass du einfach mal statisch bei dem Bewegungsablauf kommt man das Gleichgewicht halten muss. Das ist zum Beispiel auch eine ganz gute Übung für den Brustschulterapparat. Man muss dabei aber, wie gesagt, auch so einen Texas-Hut aufsetzen im Wechsel mit einem Stahlhelm. Okay. Terrabänder, Digga. Sag mal, wo sind wir hier gelandet? Im Terrabandland oder die was? Nehme ich um die Fat Grip zu klammern, die mir fest. Ach so, okay. Oha. Das ist auch eine das ist der Kommentar zu Terraband übrigens. Entschuldigung, lass das weg. Meine ich doch. EAAs und BCA zusammennehmen sinnvoll? Nein, das ist Blödsinn. Entweder oder, weil, wie gesagt, das haben wir ja schon eine Million Mal gesagt, beide Aminosäurenprodukte haben das Lysin drin, was für die Proteinsynthese zuständig ist. Und im BCA sind halt nur 3 essentielle Aminosäuren, im EAA sind 8 essentielle Aminosäuren. Dann muss man natürlich immer noch gucken, wie hoch ist das Lysin dosiert im EAA. Ist es genauso hoch wie bei den BCAAs oder ist es einfach nur drin? Da, also wie gesagt, das würde ich mir dann schon durchlesen, die Wertigkeit von dem Produkt. Und aber zusammennehmen, um die Frage zu beantworten, macht keinen Sinn. Also ja, wenn du es zusammenkippst, scheißegal, dann rühr es um und dann kannst du es auch nehmen, wenn das damit gemeint ist. Aber jetzt einen Löffel davon, weil ich denke, das ist besser und jetzt nehme ich was ganz anderes, das würde ich weglassen. So. Ne? Bitte mal Infos zu Yohimbin und Clenbuterol, wenn möglich. Das ist dein Fachgebiet, da bin ich raus. Ja, Clenbuterol, das wird ja einmal viel in der Wettkampfdiät benutzt. Ist vielleicht, glaube ich, mittlerweile ein strittiges Thema, ob man über den Sinn und Zweck. Es hat, umso öfter man es nimmt, umso weniger Nutzen haben wir. Beim ersten Mal hat man sicherlich einen Nutzen davon, dass der Vorteil ist, also man hat erhöhtes und künstliches Fieber, man verbrennt, hat immer so ein Tatter dabei, so eine gewisse Unruhe in sich. Soll verbrennen und so gleichzeitig aber die Muskulatur schützen oder sogar mit aufbauen. Aber dieser Effekt sinkt von Mal zu Mal, wie man das nehmen soll. Irgendwie ist es trotzdem noch so gang und gäbe, dass die meisten das nehmen. Ja, vielleicht für den Fettburn-Effekt, aber dieses Muskelaufbauen, das wird sicherlich nicht mehr der Fall sein. Yohimbin, gerade wenn man jetzt viele, die dieses Ephedrin immer so groß danach schreien, ist ja irgendwie immer noch so. Ich selber bin total Ephedrin-Gegner, weil es auch eben den Körper abhängig macht, auch eine gewisse Libido runterfährt und alles und so. Und ja, das wird ein Hauptproblem, ne? Ja, das ist nicht schön. Na, auf jeden Fall, und Yohimbin, wenn man denn Wirksames hier bekommt, sag ich mal so, dann ist das vielleicht die bessere Alternative dazu, weil letztendlich ist es ja auch so der Vorgänger von Viagra und sowas mit. Das hat auf jeden Fall den Gegenteileffekt, hat aber auch einen guten fettverbrennenden Effekt. Würde ich auf jeden Fall dem Ephedrin vorziehen und ich würde auf welche zwischen Yohimbin und Clenbuterol, ist Clenbuterol vielleicht das stärkere Eingangs, würde aber dennoch langfristig auf Yohimbin umswitchen, sofern man das öfter nutzt. Vielleicht sage ich doch mal was kurz dazu. Also was Björn gesagt hat, ist erstmal grundsätzlich richtig. Was man als Zusatz dazu bringen kann, ist auf Clenbuterol bezogen jetzt, das wird ja leider größtenteils Wildwest von allen benutzt und dann hat es natürlich nicht ansatzweise den Effekt, den es bringen soll. Dazu ist es extrem gefährlich fürs Herz,
wenn man es missbraucht. Und das steht wiederum, wie Björn schon gesagt hat, nicht im Verhältnis zum Sport. Dann hast du einen thermogenen Effekt, das hat Björn auch richtig gesagt. Die Körpertemperatur wird leicht erhöht und die Herzfrequenz, dadurch hast du diesen verbrennenden Effekt, weil der Stoffwechsel höher läuft. Du sollst es auch nicht jeden Tag nehmen, du sollst immer einen Tag aussetzen, wenn du es nimmst, damit dieser Effekt bestehen bleibt, weil sich der Körper relativ schnell dran gewöhnt. Und dann muss es auch nicht sehr hoch dosiert werden, im Gegenteil. Aber dann ein ganz großer Irrtum besteht darin, dass Clenbuterol fettfreie Muskelmasse aufbaut. Dann sagen die ja, bei der Rinderzucht wurde das ja auch, angewandt und es ist nachweislich, dass die dadurch halt fettfreies Fleisch entwickelt haben. Ja, richtig. Aber im Gegensatz zu Rindern haben wir dieses Beta-3-Chromosom nicht. Wir haben nur das Beta-2-Chromosom im Körper und deswegen funktioniert das bei uns nicht so. Wir können nur den thermogenen Effekt ausnutzen und fettfreie Muskelmasse wirst du dadurch nicht aufbauen. Es unterstützt dich in der Diät dann, weil ja alle anderen Sachen sowieso muskelaufbauend oder schützend sind, die ihr nehmt. Und wenn ihr dann euch noch das Fett dadurch runterzieht und das ist das Einzige, was es tut, dann sieht es aus, als ob ihr fettfreie Muskelmasse habt. Aber das ist nicht dem Clenbuterol geschuldet, sondern... Digga, was ist denn los? Sondern... jetzt hat er mich rausgebracht. Ja, scheißegal. Ihr wisst, also wie gesagt, das war super gelbe Antwort. Ey, Kalle, du bist der Geilste, Alter. Jetzt könnt ihr wieder loshaten, Alter. Vielleicht ist es auch umgedreht. Vielleicht hättest du durcheinander gebracht mit dem, dass wir das Beta-3-Chromosom haben und das Rind das Beta-2. Also da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie rum das ist. Auf alle Fälle weiß ich, dass es daran liegt, dass die Rinder halt fettfreie Muskelmasse bei Clenbuterol-Zugabe aufbauen halt. Ich habe nur Alpha. Bei uns nicht. Ich habe nur Alpha-Chromosom. Ja. Von der Mondbasis Alpha 1 oder was? Was ist Mondbasis 1? So. Deine Meinung zu ProSep als Athlet und als Wissensvermittler? Kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich ihn nicht kenne und mich mit ihm nicht beschäftige. Als Athlet finde ich ihn jetzt absolut nicht spektakulär. Als Wissensvermittler kann ich nicht viel dazu sagen, weil er wird sicherlich ein gewisses fachliches Potenzial besitzen oder sich angeeignet haben. Weil umsonst ist er ja nicht da, wo er ist. Also er wird, was das ist. Aber es ist nicht mein Athlet. Also als Sportler ist er für mich jetzt, ja, das ist so ein Theoriebotschafter mehr für mich. Ich will ihn jetzt nicht beleidigen damit, auf gar keinen Fall. Aber das ist, ja, ihr wisst doch, was ich stehe. Ich stehe auf große, ausladende, muskulöse Typen. Ne? Und da fällt er nicht in die Rubrik. Schafft Steve Martinez zum Mr. Olympia 21? Das habe ich auf meinem Insta gestern gesagt. Ich bin überzeugt, dass er es schafft, weil der Steve, habe ich auch gesagt gestern, von dem Steve kann man halten, was man will. Erstmal ist er unser Homie, der gehört zu unserem Verein, Gangster Nutrition, GN. Und der ist sehr, sehr fleißig. Er sammelt Punkte, er gibt alles für das Ziel. Ich bin davon überzeugt, dass er das schafft. Mit dem Mr. Olympia, mit der Quali. Ich drücke ihm die Daumen, ich wünsche es ihm auch vom ganzen Herzen, weil er, wie gesagt, fleißig ist. Guck mal, mit der ganzen Corona-Scheiße jetzt. Viele haben gesagt, oh nee, das ist mir zu unsicher, ich mach das nicht. Oder ach, was soll das, was lohnt sich nicht. Und dann haben wir ja auch in Hamburg so einen Experten, die einen Kanal aufreißen und in Wirklichkeit noch nicht wirklich abgeliefert haben, aber denken, sind die Superheroes schon. Und, und Steve, der entschließt sich kurz und macht und tut und reißt sich dann Arsch auf. Glücklicherweise funktionieren die Sachen auch alle bei ihm. Er kommt doch relativ schnell gut in Form. Von seiner Off-Season kann man halten, was man will. Das ist auch scheißegal. Es ist seine Off-Season. Und am Ende des Tages ist er, wie er auf der Bühne steht. Und da liefert er halt ab. Ne? Also er geht nie scheiße auf die Bühne. Er hat nie eine schlechte Form. Und jetzt in England speziell, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, das wusstest du wahrscheinlich noch gar nicht. In England jetzt speziell hat er nochmal richtig runtergezogen, war knüppelhart und hat abgeliefert. Und am Ende des Tages musst du als Bodybuilder abliefern und dir nicht die Schmackos raussuchen, sondern du musst da hinlatschen, weil das ist dein Beruf, das ist dein Job. Aber jetzt kommen wir zum Beruf. In England gab es keine Preisgelder, Alter. Was sagst du denn dazu?
Das ist unter aller Sau. Ich werde, dann kann ich doch ein beschissener Amateur bleiben. Wozu muss ich der Profi werden? Gut, die Pro-Card, die kriegt ja heute eh jeder Depp in den Arsch gesteckt. Aber ganz saftige Preise auch, ne? Kein Preisgeld, aber saftige Preise. Dann durftest du nur für einen Wettkampf, und wahrscheinlich auch Corona-bedingt jetzt okay. Ja, aber es muss doch Preisgelder geben für die ersten drei wenigstens, dass es sich überhaupt lohnt, an so einem Wettkampf teilzunehmen. Erstmal, um sich zu qualifizieren, weil die Quali ist ja nicht alles. Ich bin noch Profi geworden, um Geld zu verdienen. Das ist mein Beruf. Und dann werde ich nicht bezahlt? Was ist das für eine Scheiße? Also wie gesagt, ich befürchte, das wird Schule machen. Und dann gute Nacht, Marie. Dann hat sich's mit dem richtigen Bodybuilding ganz geschissen. Weil als guter Amateur kriegst du auch Sponsorverträge. Wozu muss ich Profi werden denn? Ne, dieses Profi, das wird doch entweiht, genauso wie Gold Gym entweiht wurde, indem es von McFit gekauft wurde, von dem Discounter. Das können wir Älteren alle nicht so nachvollziehen. Klar, es ist eine neue Zeit, man muss mit der Zeit gehen. Aber für uns ist es echt schwer, sowas zu kapieren, wie so eine geilen Sachen, woraus alles entstanden wird, so verunglückt wird und dem Kommerz komplett zum Opfer fällt. Das macht mich persönlich voll traurig, sowas. Aber ich, wie gesagt, ich bin da raus aus der Nummer, ich muss mir den Scheiß eh nicht mehr reinziehen. Von daher viel Spaß in Zukunft damit. Was würde passieren, wenn man sich nur von Whey-Isolat ernähren würde als Eiweiß? Ja, da würdest du wahrscheinlich Riesenscheißerei bekommen. Isolat? Naja, wenn du nur als Energiequelle nimmst. Also vielleicht wenn du auf deine Energiemengen kommen willst, ja. Aber wie gesagt, was ja eigentlich ein ziemlich dummer Ansatz, weil ihr vergesst immer, bei den ganzen tollen Produkten, die es gibt, es ist sportergänzende Ernährung. Ihr sollt das zusätzlich zu eurer Nahrung einnehmen. Dann funktioniert es optimal. Solo, dann hast du zwar dein Gewissen beruhigt, aber ich habe sowieso so und so viel Eiweiß genommen. Das ist ja da, wenn ihr unterwegs seid, keine Möglichkeit habt, mal zu essen, aber nicht permanent. Dann nimmt man einen Shake oder man nimmt nach dem Training einen Shake oder vielleicht zu den Mahlzeiten, wenn man zunehmen will, nimmt man zu jeder Mahlzeit noch einen kleinen Shake. Dafür sind die Sachen gedacht. Aber jetzt permanent als Proteinträger nehmen und halte ich für absoluten Unfug. Kontra? Ja, also es wird für den Aufbau wird's nicht reichen, glaube ich so. Kommt, wenn man jetzt wirklich sagt, so, ey, ich habe jetzt einen gewissen Stand, so wie ich sein möchte, dann vielleicht auch älter oder keine Ahnung, und ist das Fleisch ist über. Keine Ahnung, also es ist immer noch eine Quelle, sag ich mal so, mit der man sicherlich auch noch eine Zeit lang erhalten kann, alles und so. Ist besser als null. Aber, ja, aber gerade weil ihr sagt, auch Isolat ist ja auch wirklich eine Eiweißquelle, macht das Höchste mit. Also von dem her, ich glaube nicht, dass man große Zuwächse noch für machen wird, gewichtmäßig, aber sicherlich wird das auch seinen Zweck erfüllen, was das Halten betrifft oder sonstige Sachen. Wir ernähren uns ja nicht ohne Grund als Bodybuilder abwechslungsreich. Weil die verschiedenen Proteinquellen ja auch verschiedene biologische Wertigkeiten haben. Und wenn ihr jetzt nur Whey frisst, also wie gesagt, ich halte gar nichts davon, von dieser Idee. Mhm. So eine Theorie, die hatte ich auch mal gehabt, ich wollte auf meinem Weg zum Lernen oder in meinem Lernprozess habe ich mal dann nur Aminosäuren gefressen. Dachte ich, oh, ist ja schon aufgespaltenes Eiweiß, also fresse ich so viel Aminosäuren, als ob ich Eiweiß habe. Könnt ihr euch vorstellen, was ich an Aminosäuren weggeschaufelt habe. Und ja, ne, habe ich jetzt nicht am Muskeln verloren, aber ist auch nichts passiert. Also das ist der Weg der harten Schuhe. Komm, mach die nächste. Das waren die schlimmsten 4 Tage deines Lebens. Welche waren deine besten und was waren die schwächsten Muskelgruppen? Also schwach ist genetisch bedingt, also optisch schwach die Unterarme, definitiv. Oh. So. Und dann, ich hätte vielleicht. Hals war ziemlich schwach bei dir. Na, der ist ja nicht da. Der ist nicht schwach. Ja, aber ich habe früher den Mann ohne Hals genannt. Ja, aber warum eigentlich? Ja, gut, ich hab, aber da, guck mal, deswegen konnte ich mir auch so viel Stoff kaufen, weil ich das Geld für Seife gespart habe, Alter. deswegen war ich alle voraus gewesen. Nee, Brust hätte ich vielleicht eine massivere gewollt, gerne. Aber es hat an sich ja alles ins Bild gepasst bei mir. Bis, wie gesagt, dadurch hat mir ein 60er Oberarm natürlich auch brutal groß gewirkt, weil der Unterarm so dünn war. Deswegen auch dann immer, ja, der ölt und macht und tut und der ganze Quatsch. Nee, das liegt einfach daran, dieser Muskel hier, der ist bei mir extrem verkürzt und der geht bei den meisten bis hier runter. Und wenn ihr mal euch einen Phil Heath anguckt, der hat ja schon einen Unterarm, das ist ja schon ein Bein. Ne? Und das, wie gesagt, das ist bei mir genetisch bedingt, dass der so, aber er ist stark halt, er ist halt nur dünn. Ne? Und ja. Waden war eigentlich auch okay gewesen. Es war eigentlich alles da bei mir. Soweit.
Ich bohrte, also Unterarme, Brust, gut, damit ist. Oder hast du noch was anderes gesehen bei mir? Außer jetzt mein Modelgesicht. Ne, das hat mich am meisten überzeugt. Siehst du? Ich war auch zu gut für die ganzen Sponsoren. Also, die wollten mich. Hat mich immer heimlich ausgeschnitten auf Hugo Boss. Die wollten mich nur bedingt haben. Ja. Da gab es Leute, die haben mir eine Beine geklaut für ihre Werbung, Alter. Und so ein Scheiß. Die Unterarme haben sie von dir geklaut. Woran erkennt man, dass jemand ein Talent für Bodybuilding hat? Körperbau, Skelett etc. Wenn man Skelett sieht, dann nicht. Naja, am Skelett, das sieht man schlecht. Das ist ja dann so, du bist durchsichtig. Gibt es ja auch so eine Typen? Nee, es gibt ja drei verschiedene Körpertypen. Mesomorph, Ektomorph und Endomorph. Ist das richtig? Mhm. So, und welcher ist der beste davon? Na Björn, komm. Hilf mir auf Zapatsch, ich hab's vergessen. Mesomorph, ne? Ja, hätte ich jetzt auch. Mesomorph. Wenn du mesomorphen Körpertypen hast. Endo ist aber der Runde, der Dicke. Ich hab den Endo, gehabt, glaube ich. Und hab da das Beste draus gemacht. Mesomorph ist, glaube ich. Warst du dickig, eine Kindheit? Nee, gar nicht. Aber so kräftig, stabil gebaut, weil ich ja seit klein auf Leistungssport gemacht habe. Ja, aber wenn ihr den mesomorphen Körpertyp habt, dann, wenn man euch beim Training beobachtet und man sieht, die Einstellung stimmt zum Training, das sind schon mal die zwei Grundvoraussetzungen, wenn Fleiß auf Talent trifft. Spannend. Und so eine Leute, die werden meistens noch was. Leider ist bei vielen Leuten, die genetisch bevorteilt sind, spielt der Kopf nicht mit, sonst hätten wir viel, viel mehr gute Bodybuilder. Aber da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen und ich kenne selber genügend, die von Gott gesegnet sind, aber nichts draus machen oder es falsch angehen oder wie auch immer. Also wie gesagt, Talent und Fleiß und viel Glück natürlich. Ne? Jetzt kommt, da kann sich austoben jetzt hier. Woran glaubst du, liegt es, dass wir in Deutschland einfach keine Massemonster mehr haben? Komfortzone, verweichlichte Gesellschaft, Internet-Bodybuilding. YouTube-Bodybuilder, solche Sachen halt. Die wirklichen Tiere, die nicht so extrovertiert sind, wie man es heute sein muss, durch Social Media einfach, dass man sich nach außen hin so öffnen muss, sondern einfach so eine Typen, die sich verkriechen irgendwo und ihr Ding durchziehen und einfach ihr Ziel verfolgen. Das gibt es zu selten, weil wenn es so einen Typen gibt, dann wird er versaut durch sein Umfeld. Weil niemand selber darauf kommt, dass es anders sein müsste, wenn man zuvor gelebt bekommt, dass das normal ist, dass man den ganzen Tag mit Instagram und so beschäftigt ist. Ne? Das ist jetzt nicht vom Thema abkommen, das ist meiner Meinung nach wirklich so. Und guck mal, bei mir war es so damals, ich gehe einfach mal von mir mal aus. Ich habe auf die ganze Bodybuilding-Szene geschissen, ich wollte damit auch gar nicht in Verbindung gebracht werden, weil da so, ich wollte nie dieses Klischee von einem Bodybuilder, von so einem doofen, dicken Bodybuilder bedienen, der nur Scheiße labert. Gut, das mache ich ja jetzt im Alter, aber damals habe ich mich echt zurückgenommen, habe mein soziales Verhalten geprägt, dank Klaus Melbo, meines ersten Trainers. Der hat dann nämlich mir die ersten Hinweise gegeben, dass ich so weiterkomme im Leben und ich habe auch gemerkt, dass es dann angenehmer ist für mich zu leben, wenn ich sozial kompatibel bin für den Rest meiner Umwelt und nicht so tue, als ob ich ein Superhero bin. Bin ich ja nicht ansatzweise, solange wie ich nicht ganz oben bin. Ne? Und dieses Klischee wird halt von vielen Bodybuildern bedient, auf Stoff, auf Agro, Scheiße labern, doof sein, Scheiße aussehen, stinken und so weiter. Und von dieser ganzen Szene habe ich mich ferngehalten. Ich habe immer mein Ding für mich gemacht. Das war auch ganz gut. Dadurch hatte ich so eine bestimmte Aura um mich rum gehabt. Also dieses Unnahbare oder vielleicht auch dieses Arrogante und das ist ein, der Arsch will mit Kim reden und so. Das war früher halt, da war man fokussiert auf sein Ziel, auf seine Arbeit. Und heute kriegt man ja vorgelebt, weil die jungen Leute heute, die kennen ja diese Standards gar nicht mehr, außer vom Erzählen. Die kriegen ja vorgelebt, Social Media ist wichtig, du musst einen Waschbrettbauch haben, du musst erzählen, dass du Muskeln hast, anstatt welche zu zeigen. Der äußere Einfluss war allgemein. Okay. Genau, ne, das war eine andere Zeit. Ne? Also mir hat es besser gefallen, um ehrlich zu sein. Ne? Aber wie gesagt, ich meine, für die Zielstrebigkeit war es wahrscheinlich besser, weil wir weniger Ablenkungen oder sonstiges sind. Was muss ich da und dafür erfüllen und sonstiges und dazu, ich muss fressen, ich muss trainieren. So, und kein links und rechts. Und wenn mich die Leute angefangen haben, aufzufeiern, das ist ja auch, heute lassen sich ja die Leute auffeiern, so halbfertig, wie sie aussehen, die meisten.
wenn bei mir damals die Leute, oh ey, bist du ein Tier und bist du, oh, du bist so krass und so, weil mit 150 Kilo ist man ja auch krass. Aber dann habe ich mir mal gesagt, scheiß auf das, was sie sagen. Die haben alle keine Ahnung. Die wissen alle nicht, wo ich hin will. Ne? Die sehen das zwar. Ich will jetzt auch nett zu denen sein. Ich will jetzt nicht sagen, ihr habt alle keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, danke und habe mich verpisst. Aber das habe ich nicht angenommen. Das war für mich so, das war kein Ritterschlag für mich. So Ritterschlag war für mich, wenn so ein gestandene Leute wie Milos Sarchev sagt, ich habe noch keinen Typen so hart trainieren sehen, außer Coleman wie dich. Das sind so Ritterschläge gewesen. Aber so weit wird es heute bei den meisten gar nicht kommen, oder bin ich mir ziemlich sicher, bei den wenigsten kommen. Und das ist der Unterschied zu heute. Heute sind sie alle so in Watte gepackt und kriegen das Standardniveau so weit runtergeschraubt. Und danach richten sich die Leute. Und das ist für die dann die Oberkante. Vielleicht mal mit anderen Worten ausgedrückt. Ja, ich wusste, dass das kommt, Digga. Kannst du mir mal am Arsch, Alter. Heiko, du machst immer so historische Enden, die man einfach dann auslaufen lassen muss, weil sonst der halt die Fresse, kann ich leiden. Impact der Frage weg. Lass mich alleine, ich will jetzt immer mit dem Hund sein und mit Björn. Digga, ich soll doch was mitteilen hier. Dann lass mich doch labern. Ich laber nun mal gerne und schwelge gerne in alten Zeiten, oder? Ja. Der düst auch immer weg. Du, raus aus deiner eigenen Wohnung jetzt hier. Ich werde jetzt weg, wenn ich probiert werde. Wir müssen hin, mach ich Sonne hier unter. Ich brauche die Sonnenbrille gleich nicht mehr. Und du lässt jetzt die Kamera hier, damit Björn seinen Channel anfangen kann. Sollen die Leute das von hier mal gucken? Lass ich die hier? Na gut, gegen eine Leihgebühr von 1200 Euro am Tag. Ja, machen wir. Okay. Nee, was sagst du? Ob Björn jetzt regelmäßig Videos macht. Da musst du ihn fragen, nicht mir. Also ich würde es ja geil finden und seine Fans bestimmt auch. Aber seht ihr hier, reißt er sich lieber die Beine ab und hängt zu Hause rum und gammelt nur rum hier, Alter. Und lässt sich bedienen von vorn bis hinten. Jetzt wird eigentlich ein guter Faul, oder was? Kann ich noch einen Kaffee haben? Komm sofort, Master.